So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Roblox. Mit einem neuen Spiel in Roblox. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal Let's Played habe. Aber es geht um ein Haus, wo wir drin sind. Wir suchen unsere Mutter, unseren Vater. Gerade ein bisschen umgucken. Okay, lass ich an. Die Tür ist gerade aufgegangen. Okay. Das war eine schöne Reaktion. Also. Verflucht. Erstmal Tür zu machen. Hä? Tür. Ich würde. Ich weiß ja nicht was. Okay. Es ging ein bisschen schnell. Naja, ihr wisst denn ja, wie es heißt. Ich weiß gerade es nicht. Es macht mich jetzt schon ein bisschen sprach. Ja, jetzt ist diesmal die Tür offen. Wo kann er sein? Wo kann er sein? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo unten vielleicht.
It's his time. Es ist seine Zeit. Was? To free begin a new life. Er ist frei, um ein neues Leben zu beginnen. Der hat aber nichts zum Vater gesagt. He is now free to close his eyes. Tu das nicht, Alter! Ich muss schnell zum Bett oben. Schnell wie ich noch kann. Nein. Noch nicht, Freundchen. Ich versteck mich im Schrank. Boah, ist zu dunkel. Nein, tu es nicht. Tu es nicht, mach die Schranktür zu. Nein, ich sehe nichts. Nein. Hallo? Mutter tot, Vater tot, alle tot, Baby tot. Was ist eigentlich mit dem Baby passiert? Hat der Geist selber benutzt, um runterzuspringen oder wie? Hallo? Ich glaube mal, das war's. Passiert hier jetzt noch mal was? Naja, wenn es euch... Ich gehe in den Schrank zurück. Ich drücke gerade S, um wieder reinzugehen. Ich habe das Gefühl, es wird dunkler. Test, Test. 1, 2, 3. Kann sich noch um Stunden halten, bis der Geist kommt. Naja. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal schreiben, was ich vielleicht als nächstes aufnehmen können, sollen, tun, müssen. Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt von so einem Kram, Roblox. Roblox, Guest Mods, andere Sachen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich. Lasst einen Kommentar da, was ihr sehen wollt. Schreibt mich an, was ihr vielleicht sehen wollt. Zweimal im Wort gefasst, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Let's Play oder Let's Test von irgendeinem Game. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.